Zwei Zimmer, zwei Influencer, zwei kompetente Supporter und zwei Ideen, die unterschiedlicher nicht sein können. Willkommen zum großen Mach mal mit Obi Room Makeover Duell. Hallo! Hallo, Leute! Willkommen zu Obi! Mal Platz. Ey, ich bin groß, okay? Letzte Woche Freitag habt ihr schon gesehen, wie Cassie und ich unseren Raum schön gemacht haben. Und heute sind Moritz und Johannes dran, aber ich finde, die müssen eigentlich gar nicht mehr antreten. Ja, komm. Wir haben schon echt gut gemacht und die können jetzt unsere Namen in die Kommentare schreiben. Also Leute, wie gesagt, heute geht es richtig rund, denn Johannes und ich werden heute unser Zimmer machen. Das wird viel cooler werden. Das Gewinnerzimmer übrigens. Das Gewinnerzimmer. Das wissen die wenigstens. Ihr habt dann bis Sonntag 18 Uhr Zeit zu entscheiden, wer wirklich das coole Zimmer ist. Also schaut euch das heute an. Entweder Team Moritz oder Team Juli. Wir werden ja mal sehen, wer hier heute gewinnt. Ja, und der Verlierer muss sich eins von diesen wunderschönen Bildern. Aber wir haben nur zwei Stühle hier. Nee, du könntest ja auch einfach mal rutschen, so hallo, wie Johannes. Ja, gut, hallo. Also der Verlierer muss eins von diesen wunderschönen Bildern in seine Wohnung hängen. Also Moritz muss sich Julia ins Zimmer hängen und Julia muss sich Moritz ins Zimmer hängen, wenn übers die beiden, also wenn einer von den beiden verliert. Übers Bett? Ja, übers Bett. Okay. Also an die Decke vom Bett so. Team Julia. Team Julia. Leute, wir machen jetzt ein richtig cooles Zimmer. Das wird sehr, sehr wild. Also ja, alles. Wir werden abliefern. Wir werden abliefern, ja. Wir haben einen guten Plan. Wir haben auch einen sehr guten Plan. Das Zimmer wird wild. Das Zimmer wird wild. Ja, los. Raus mit euch. Jetzt, okay. Oh, viel besser, viel besser. Oh. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und wir gucken uns das Spektakel ganz jetzt gemütlich an. Ja. War das jetzt auf euren Raum bezogen? Oder? So, Leute, das ist unser Raum. Yeah. Schaut es euch an. Ey, das ist schon ziemlich. Nicht alles hier direkt dreckig machen. Ach, oh, nichts dreckig. Leute, das Raum ist mega nice. Das Raum ist so krank. Aber Leute, wir müssen den Raum jetzt noch füllen, weil hier ist noch gar nix. Hallo, gar nix. Und deswegen gehen wir jetzt an Obi. Der ist gegenüber. Und da werden wir jetzt richtig schön shoppen, Leute. Erstmal einkaufen. Wir haben nur 30 Minuten Zeit. Das heißt, wir sollten uns beeilen. Let's go. Schnell. Okay, Leute, wir sind jetzt am Obi-Markt. Ja, und wir haben genau 30 Minuten Zeit, unsere Sachen zu besorgen. Wir haben gerade schon unsere Räume begutachtet. Wir wissen schon genau, was wir machen wollen. Wir wissen einfach gar nix. 30 Minuten Zeit. Es geht los. Let's go. Okay, okay, geradeaus, geradeaus. Links. Halt dich fest, halt dich fest, halt dich fest. Nein, das brauchen wir nicht. Doch, das brauchen wir. Oh, wir haben die Paletten verpasst. Wie viele? Tausende. Alle. Warum nimmst du denn, was machst du damit? Er macht sich noch sein Wohnzimmer jetzt drauf. Ah, so. Aber was ist das denn? Das ist eine Badematte. Seile und sowas, wir brauchen Seile. Ja, ne? Okay. Alles unter Kontrolle. Es kann weitergehen. Einfach mal geradeaus und dann links. Let's go. Steh. Was machst du? Gut, dass da keine anderen Leute sind. Jetzt nehmen wir welchen Ding? Nee, das ist der dickste und der breiteste. Das ist dann den hier, oder? Schnell, schnell, schnell. Ja. Also Kissen, weiter, also Kissen. Kissen. Yes. Oh, wir brauchen noch Kissen. Ah, okay. Wir brauchen Kissen. Alle rein. Hey, ich dachte, wir wären schlimm gewesen. Ich dachte es auch, aber er toppt es einfach nur mal. Wie viele blaue Flecken müssen wir bitte haben? Wir schlafen. Okay, weiter. Wir schlafen. Ja, Lampen. Oh. Lampen brauchen wir. Ja, komm, dann gehen wir ohne Wagen erstmal. Los, let's go. Ihr seid nicht so der Deko-Typ, oder? Eigentlich nicht. Mhm. Also so null. Ja, so. Hier kommt sowas nehmen wir, das sieht gut aus. Das hier, das? Ja, die ist perfekt. So. Ja, unnötig, dass wir so viel Gas gegeben haben. Wir sind einfach 5 Minuten hier, haben alles gleich. Ja, sowas für Sprühen ist geil. Ja, so Sprühen, da brauchen wir nicht hier links und hier. Oh, was hier? Für Obi. Let's go. Passt. So, da haben wir alles. Ey, wir sind so krank schnell gewesen. Wir waren viel zu schnell eigentlich. Da, guck mal hier, der Besen, der ist doch toll. Den brauchen wir noch. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, so ein Besen ist immer wichtig. Der sieht voll gut aus, grün. Hä, wofür brauchen die jetzt einen Besen? Die machen einen Abstellraum. Stimmt. Das wird einfach ein Abstellraum. Das ist eine dunkle kleine Kammer. Ja, finde ich passt. Let's go zur Kasse. Gewinner, ui. So, dann kleben wir mal unseren Boden fest, der außerdem viel schöner ist als der von Julia. Ist schon mal nicht so gut, dass sie es in die Richtung machen, weil in die andere wäre es viel schlauer, weil du dann viel einfacher den Rand wegmachen könntest. Ja, das wird nichts. Das ist schon einfach schlechter Start. So wird es jetzt weitergehen. Julia, hallo Cassie. Ich weiß, ihr merkt gerade, dass unsere Entscheidung des Bodens viel besser war. Hm, sieht man schon am Klebeband, dass es besser wird. Versuchen bestimmt nachher auch, die Schrauben mit der Hand reinzudrehen. Ja, hallo. Komm her, komm nicht zu uns. Komm her. Ja. Heini. Oh, ja, aber Chips sind nichts für dich. Oh. Flash, guck mal, das ist dein Herrchen, ja? Was macht der da? Also unser Boden ist schöner. Unser Boden ist schöner, ne? Ja.
Ja. Das war auch wieder gar nicht smart, das so auszurollen. Ja, er steht einfach drauf. Wow. Haben die bei uns überhaupt zugeguckt? Wir haben es doch alles gesehen. Ja. Läuft doch. Das frustriert mich, das anzugucken. Und auch noch beide Seiten. Das wird sowas von überall kleben, aber nicht da, wo es soll. Können wir das ausschalten? Guck mal, die scheitern schon am Boden. Ist doch gut. Ist doch super. Was? Ich dachte gerade, es wird gar nicht mehr schlimmer. Oder es kann nicht schlimmer werden. Vor allen Dingen, so schlecht war es ja gar nicht. Jetzt haben, also so ja. Schlimmer ist aber so. Sieht aus wie so ein Skaterpark. Für so Ameisen. Ja. Das ist halt noch zu viel zu weit rechts. Also es ist halt, komm, es ist halt viel zu weit rechts. Links. Das muss viel weiter noch da. Oh, ich lieb das. Ja. Kennst du mal? Jede Woche das mit Moritz machen. Ja, stimmt, du kennst ihn. Und wenn ich nicht dabei wäre, würde es jede Woche so aussehen. Oh, ich dachte, das wäre es dran. Nein! Digga, los. Ich glaube, wir können mal kurz gehen irgendwie und ja, eine halbe Stunde wiederkommen. Oder? Und dann vielleicht fangen wir dann mal mit dem nächsten an. Ja, können wir auch kurze Pause. Tschüss! Ciao. Ihr müsst übrigens auch unbedingt den Boden mit bewerten, ja? So süß. Wer ist süß? Knuffig. Knuffig. Ja, teile ich jetzt nicht, aber... Das ist jetzt unangenehm. Ist okay. Cassie denkt immer noch, wir sind bei einer Dating-Show, glaube ich. Sorry, ich bin ganz verwirrt heute. Mhm. 19 Jahre alt, ne? Ja, ich muss mich zügeln. Also. Ich muss mich zügeln. Ich sag's dir nur. Ist auch okay. Wir sind hier offen. Ja. Ja. Immerhin volljährig, ist ja schon mal gut. Das ist wichtig. Ja. Ach so, also, ach so. Ach, geht's da schon los? Ach so, so ein Fokus. Moritz sieht so richtig motiviert aus und als hätte er auf jeden Fall voll den Plan. Ich bin dabei, wie immer. So, dann. So gemein. Du nicht? Ja, doch, wir. Aber andererseits. Ist auch realistisch. Haben sie es auch verdient. Das ist wieder so alle Schritte vertauscht. Er ist auch so richtig ich kann ruhig. Ich weiß nicht, ob ich das die ganze Folge durchhalte. Es ist wirklich anstrengend, auch zuzuschauen, weil man verwirrt wird, was er da tut. Ja. Ich fängt an zu singen. Ich meine, sie die Julia, Alter. Jetzt ach so, er macht jetzt auf Julia mit Wasserwaage. Ja, würde ich ihm auch mal empfehlen, Wasserwaage zu benutzen. Guck mal hier, Junge. Schau dir das Regal an, Digga. Moderner geht's nicht. Geil. So muss es sein. Was soll ich halten, du schraubst? Ja. Aber ich kann nicht so lange, Digga. Ich bin nicht so, ich bin Lauch. Ja, ich auch. Hat er gesagt Wasserwaage? Sie benutzen die Wasserwaage. Hauptsache, noch voll große Töne spucken. Kein einziges Mal benutzen die Wasserwaage nicht. Kein einziges Mal. Ich glaube, die kommen nachher so richtig zerstritten da raus. Ja. Und eventuell ein Finger weniger oder so. Ui. Das ist sie freuen sich sogar wirklich. Das ist so ah, das ist Bett. Nein. Ist hier. Moritz. Oh, das ist ein anderes Bett als das, was wir haben, oder? Ja, wir hatten das schönere. Ja, stimmt. Bin ich auch der Meinung. Aber da zeigen sie ein bisschen Muskelkraft und tragen es rein. Und hopp. Ui. Und hopp. Und hopp. Komm, das. Los, wow, nicht lach werden, los, noch eine Runde. Der schläft danach gut. Mhm. Was machen die denn jetzt? Ich glaube, das rot anmalen. Mhm. Pass auf mit dem Fell. Oh mein Gott. Ja, schau's mal. Gleich Flash voll. Meine Schulter schmerzt. Meine Schulter schmerzt. Ich habe ihn noch nie so ruhig gesehen. Ich habe auf den Boden geklickt. So minimal. Oh, los. Und direkt den Boden voll. Oh nein. Ui. Okay, die Kante ist gut. Junge! Das ist gut geworden. Das muss man ihn lassen, ja. Da habe ich aber jetzt ein bisschen stolz, muss ich sagen. Ich meine, ist auch nicht so schwer, aber... Aber sonst ist es ganz geil. Was okay. Geht da? Also Moritz Seite sieht gut aus. Da geht einiges, da geht einiges. Junge, oh, wie geil. Oh, eine Schaukel. Einfach eine Schaukel, Mann. So. Da. So, dann so. Doppelt und dreifach. Muss sogar die Menge der Knoten erklärt werden, nein, oder? Falls ihr das jetzt nicht seht, dass sie die ganze Zeit Hilfe bekommen, dann hat der Cutter das einfach nur rausgeschnitten. Die ganze Zeit ist da jemand zum Helfen. Das war bei uns nicht so. Nein. Aber die Schaukel sieht cool aus. Ja, die ist echt gut geworden. Junge! Ja! Ist das schief? Nein, Quatsch, das passt im Regal. Das ist... Ich würde gerne mal Probe... Oh Gott, dass er sich einfach so da reinsetzt, ohne Angst zu haben. Yay! Yeah. Flash, komm! Flash auch bitte nicht mit Flash, da habe ich ganz alte Träume. Oh, guck mal, wie sie zusammen sind. Oh, Gabel! Oh. Erstmal kaputt machen. Den Boden haben sie schon vor 10 Minuten geschrottet. Stimmt, die Wand aber jetzt ist auch noch die Wand kaputt, ja. Schnell mal das Loch wieder wegmachen, als wäre nichts passiert. Da ist nie was passiert. An Schreibtisch. Okay. Aber das haben sie jetzt erstaunlich schnell zusammengebaut.
nichts bei uns. Genau, drei Teile. Obwohl, es heißt nichts. Oh, ein Schulbankstuhl. Der sieht richtig bequem aus. Ja. Top ausgesucht. Was ist das? Eine Dartscheibe? Ah, das ist die Klettdartscheibe, die haben wir schon mal gebaut. Klar, jetzt kenne ich es auch. Ach, zum Glück haben die solche soften Bälle, weil sonst wäre die Wand draußen rum destroyed. Ja. Guck mal, ich habe ja so ein Ding. Ich habe hier so ein Ding. Aber oh mein Gott, das ist so schwer, damit so. Wie geil ist das denn? Ja, ich habe das mal beim Zirkus ausprobiert. Oh. Ja, das ist so schwer, wirklich. Oh, jetzt kommen die Deko. Der hat ein Händchen dafür. Was ist das für eine Platzierung? Hä? Oh, gucken, wann das Bild runterfällt. Das hat, perfekt. Oh. Ui. Oh, ich hätte so hart keinen Bock, das zu schneiden. Nee. Alter. Wie sie versuchen, einen Daumen hoch zu zeigen, aber es klappt einfach nicht. Das ist richtig wow. Gut. Der Besen hat sie abgelenkt. Oh, die Pflanze habe ich auch zu Hause, die ist schön. Ja, das ist der Besen. Der Besen. Oh nein, die oh, arme Oh nein, die arme Pflanze! Boah, Leute. Das ist abstrakte Kunst. Oh mein Gott. Das ist das Bild von Moritz, was du gemalt hast. Dein Bild, dein Kunstwerk wurde für deren Zimmer missbraucht. Das macht es ein bisschen schöner. Aber es ist auch geil, dass er in seinem Zimmer ein Bild von sich selber aufhängt. So. Ja, selbstverliebt wie Moritz halt ist, ne? Jetzt machen wir kurz ein Mittagsbrötchen und so weiter. Die sind richtig, oh mein Gott, dekorieren, Hilfe, ich kann nicht mehr. Warum haben wir den Teppich, dein Teppich hier. Hey, das ist eine Badezimmermatte, Leute. Das habt ihr aber ein bisschen falsch eingekauft. Ich meine, das ist eine gute Farbe. Danke, dass ihr uns auch noch mal hier in diesem Video Credit gibt dafür, dass die Leute auf jeden Fall alle Raum Julia kommentieren sollen. Aber das ist auf jeden Fall eine Klomatte. Julia ist die ganze Zeit hier böse über den armen Besi, Leute. Lasst ein Like dafür Besi und schreibt Team Moritz rein für Besi. Slash Platz. Entweder die Toilette noch Platz. Oh. Oh. Das ist die Toilette. Das ist gelb. Das ist was witzig, ne? Ah, jetzt ist sie an. Das ist cool. Party, 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 Party. Ah, jetzt kommt was fürs Bett. Ich verstehe nicht. Die haben definitiv abgemessen, nur halt falsch. Metermaß und Wasserwaage. Wer braucht das schon? Oh, oh, oh! Da geht einiges. Fast. Ja, ist drin. So, guck dir mal so eine gemütliche, tolle Matratze an. Ah, das ist eine Tonmatte. Okay, das heißt aber, dass unser Bett auf jeden Fall bequemer ist. Ich glaube von der das sieht nicht so bequem aus. Jetzt wird's gemütlicher. Kissen. Ich glaube, Moritz ist ein bisschen kaputt. Ja, ihn versteckt voll die Sprache, die sagt gar nichts mehr. Das ist immer am Ende. Das ist viel cooler als so, jetzt würde ich sagen, wird's auch Zeit fürs Trampolin. Ja, wie geil. Junge, pass auf, man kann entweder normal in sein Bett gehen oder man kann einfach so in sein Bett gehen. Junge. Oh, oh. Okay. Das ist weg. Deswegen das ist cool. Also man kann einfach so. Ich habe mal wieder Lust ins Bett zu gehen. Warte mal, weil ich auch noch eine Decke habe. Ey, Moritz. Jetzt wird das Zimmer auf jeden Fall gut. Erstmal meckern, aber dann an unseren Sachen so vergreifen. Das nennt man den Instant Sleep. So, Leute, wir haben noch nicht genug Spiel und Spaß, deswegen machen wir uns jetzt auch mehr Spiel und Spaß. Yay, Spaß und Spiel. Und deswegen machen wir jetzt unser eigenes 16 gewinnt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wird richtig nice. Also, du brauchst ja so kleine Chips, die man da oben reinwerfen kann. So, ist er vorbereitet? Ich hab extra vorbereitet. Ja, er hat's vorbereitet, Leute. Ja. Du siehst, ich halte das ganz weit weg. Hey, Leute, Schutz ist natürlich sehr wichtig. Eure Ohren. Alter, man hört ja gar nichts mehr, Alter. Oha. Richtig. Bereit. Okay, wir können anfangen, oder? Ja. Mach einfach immer hoch und runter, ich mach das. Da hab ich jetzt ein bisschen neidisch drauf. Das ist schon geil. Das ist schon ein bisschen cool. Was für eine Säge benutzen? Ja. Das war geil. Den letzten, den hast du wirklich optimal gemacht. Ey, aber dafür sind die anderen richtig gut geworden. Die anderen, Alter, ich bin stolz auf uns. Das ist richtig, richtig gut geworden, ja. So, wir machen davon jetzt natürlich noch 1000 weitere und dann sehen wir uns gleich. Falls ihr aber keine Riesensäge zu Hause habt, dann könnt ihr das auch ganz einfach mit einer normalen, sticknormalen Säge. Ich kann es nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Ich würde sagen, es geht direkt weiter mit den nächsten Schritten. So, wir haben jetzt 8 von diesen wunderschönen Stäbchen. Jakob, würde sagen, es läuft hier rund, Leute. Die besten Witze. Das sind wieder die guten Jakob-Witze, Leute. Einmal kurz einen Applaus in die Kommentare dafür. Okay, Leute, wir haben jetzt hier ganz viele Löcher aufgezeichnet. Wenn ihr eine genaue Anleitung haben wollt, wie ihr das selber macht, dann schaut auf obi.de/mach mal vorbei. Da gibt es eine genaue Anleitung. Und ich würde sagen, Johannes, ich fange an, oder? Boah, hältst du fest? Hältst du fest? Yes, let's go. Okay, dann. Stopp, stopp. So, jetzt raus wieder. Und jetzt drehen wir den Arm. Das wird ein bisschen dauern. Das wird richtig lange dauern. Pass auf die Finger auf.
Hat das geklappt? Boah, das ist sogar ein schönes Loch geworden. Jetzt machen wir davon auch wieder einige, Leute. So, da haben wir sie. Jetzt haben wir unsere kompletten Löcher. Sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie ein Käse. So, jetzt müssen hier überall Schrauben rein, die ganzen Löcher hier. So, legen wir die ganzen Dinger jetzt mal hier drin. Das ist schön, wie angegossen. Ich will immer noch die Schutzbrille drauf haben, damit hier wirklich auch gar nichts in die Hose geht. Als ob wir das so gut hingekriegt haben. Ich kann es auch nicht glauben. So, aber naja, noch steht das Ding nicht. Zack. Wunderbar. Dann festschraube ich halt fest, wie du schraubst. Und fertig. Zack. Es ist bombenfest. Es ist vollbracht. Okay, Leute, also jetzt haben wir hier dieses Ding gebaut. Aber Leute, ihr seht, die Dinger fallen noch durchgehen. Das ist noch nicht so neu. Deswegen haben wir uns noch was ganz Einfaches überlegt. Und zwar machen wir einfach so kleine Bügel rein. So, zack. Die kann man auch ganz einfach wieder rausnehmen, um halt die Dinger wieder rauszubekommen. So, und jetzt testen. Das Ding drin. So. Wunderbar. Und wenn man noch eins reintut. Okay, damit wir das jetzt auch richtig schön dekomäßig machen, dass ihr das auch in eure Wohnung oder in eurem Haus oder keine Ahnung hängen könnt, Zimmer machen wir jetzt überall hier noch so ein schönes Brett unten dran. Also würde ich sagen, schrauben wir das ran. Ich hab Schrauben. Und die Schraube fällt mal wieder auf den Boden. Beste. Nice. Verdammt. Was machen die da? Oh mein Gott. Ja, bin ich einmal nicht da. Zack. So. Und das hält. Ja, gut, eine Sache fehlt noch. Die sind ja natürlich noch nicht farbig. Ne? Die müssen wir noch ansprühen. Okay, also, let's go. Perfekt. So, trocknen lassen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir testen unser Spiel jetzt mal aus. Ich bin orange und du bist... Ich bin orange. Nein. Ich bin orange. Oh, ich bin orange in der Hand. Hast du zwei Orangen in der Hand? So, jetzt los. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal direkt hier. Danke, dass du mir eine Treppe gemacht hast hier. Nein, oh Mann, ich dachte, du siehst es nicht. Wenn ihr das Ganze nachmachen wollt, gibt es auch einen Vordruck bei obd/machmal. Das heißt, da braucht ihr nicht alles vorzeichnen, einfach ausdrucken und dann funktioniert das Ganze. So, warte mal, wo hast du jetzt hier vier? Ich habe meine Taktik gehört. Okay, wir hängen das jetzt auf und ich habe gewonnen. Mann. Und damit ist das Thema fertig gegen Kessel und Julia zu gewinnen, Leute. Wir haben gewonnen, Leute. Let's go. Wasserwaage, ich sehe eine Wasserwaage. Ah, Johannes wollte sich heute sein. Ich sehe eine Wasserwaage. Ist auch besser so wahrscheinlich. Du bist hier gerade am Arbeiten. Guck mal hier so. Machst du gerade deine Hausaufgaben? Pass auf, hier, schwere Aufgabe mal wieder. 1+1. So, gleich 4. So, hast du mal wieder geehrt. Jetzt, ich habe keine Lust mehr. Wir spielen jetzt Runde 4 Gewinn. Und dann kannst du hier einfach zocken. Das ist cool. Wer macht schneller? Wer macht gewonnen? Junge, unser Zimmer ist der Hammer. Es ist fertig. So, dann würde ich jetzt mal, würde ich mal sagen, wir können die anderen holen. Ja, let's go. Die werden auf jeden Fall begeistert sein. Komm mal, alle, hier seid ihr auch schon. Hello. So, jetzt seid ehrlich, das ist schon nice. Das hier ist schon nicht gut. Ist okay. Ja. Ist zwar besser. Ja, mehr müssen wir nicht sagen. Aber. Hält die auch? Das könnte eine Schaltplatte sein, sogar ein bisschen. Ja, das ist schon cool. Also schon ich traue mich nicht, auf mich auf die Schaukel zu setzen. Oh. Aber das Trampolin-Ding ist geil. Guck mal. Ist das denn aber bequem? Ja, ultra cool. Das ist eine Turnmatte, oder? Schlaflege, ja, damit das okay, halt warte, gut baust. Moritz, geh mal da weg. Mega bequem, mega bequem, mega bequem, mega bequem, mega nice. Oh, süß. War vielleicht total süß. Freiwillig, dass ich da mit drauf bin, ne? Mhm. Und vielleicht das Gute, dein Lieblingsbild von Flash haben wir auch dran. Oh ja, das ist süß. Und sogar mein Gemälde. Okay, das Zimmer an sich schon echt cool geworden. Ja. Unser ist cooler. Deswegen stimmt unbedingt für uns ab. Leute, ihr habt noch bis Sonntag 18 Uhr Zeit, um Raum Julia in die Kommentare zu schreiben. Oder Raum Moritz. Aber Raum Julia würde ich euch empfehlen. Julia, wir haben eine Schaukel am Trampolin. Falls ihr unseren Raum nicht kennt, dann schaut euch auf jeden Fall das Video von letzter Woche noch an. Ist Chockiesel. Also macht ruhig ein paar Mitleids-Julias rein, aber wir wissen ja hier schon, wer gewonnen hat. Ne? Also ich sehe hier keine Instant-Nudel-Station. Oder einen Basketballkorb oder so. Ich möchte aber auch einmal viel Gewinn spielen. Ja, wie kriege ich das denn ab? Aus. Ich habe nur das Problem, das ist zu groß für mich. Okay, also an sich ist es cool, aber... Ja, dafür haben wir eine Stuhl hier stehen. Das ist viel zu weit oben. Dafür haben wir eine Stuhl hier stehen. Oder so, okay. Ich bin orange. Okay, ich bin weiß. Weiß. Es funktioniert. Warte. Pass auf, ich gewinne instant. Okay. Und 4. Also Leute, denkt dran, schreibt Raum Julia in die Kommentare. Ja, auf keinen ganz Fall. Oft. Denn der Verlierer wird dann das Bild von jeweils anderen aufhängen müssen. Das Ding ist halt bei sich zu Hause. Mhm. Also nicht hier, sondern zu Hause. Und ich möchte wirklich nicht Moritz über meinem Bett hängen haben. Das wollt ihr doch alle, Leute. Ich aber trotzdem schreibt Team Moritz. Aber das ist schon schlimm. Aber deswegen auf jeden Fall Team Julia, Raum Julia in die Kommentare schreiben.
beides sind noch am Boden, die Slash mach mal zu sehen. Also wenn ihr nochmal genauer anschauen wollt, dann schaut auf jeden Fall da vorbei. Ja, und ich würde sagen, ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt. Bis dann, 18 Uhr habt ihr Zeit, dann bin ich mal gespannt, wie ihr hin. Und ja, Julia will das Bild haben. Also, ja. Nein. Wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao. Tschüss.